Sollen wir noch eine Polka spielen? Ja. Bereits zum fünften Mal verwandelt Basiskultur Wien die Wiener Märkte zu musikalischen Schauplätzen. Interkultureller Musikgenuss erfreut die Besucher des Viktor-Adler-Markts. Beim Musikmarkt geht es darum, dass ganz unterschiedliche Musikgruppen, vor allem sehr viele Musiker, die in Wien leben, aus verschiedenen Kulturen kommen, gemeinsam musizieren und meistens auf den Gemüsemärkten in Wien. Und die Idee dahinter ist, dass erstens einmal Belebung der Märkte, dass man die Leute wirklich jetzt aufmerksam macht auf die Märkte. Und zweitens gibt es immer einen Schluss, musikalischen Schlusssession, wo die Musiker sich gegenseitig kennenlernen, gemeinsam spielen. Mir gefällt sehr gut, das Multikulti. Ja, ich bin ja geboren in Olmütz, also ich bin ja auch keine echte Wienerin sozusagen. Nicht? Dadurch gefällt mir das enorm. Elias hat Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Der Musikmarkt verbindet, vom Wiener Lied bis zur Kletzmermusik. Das gefällt auch den Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Grätzl gut. Ich wohne schon 56 Jahre da beim Keplerplatz und wir gehen sehr viel am Viktor-Adler-Markt einkaufen. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Markt und es ist eine gute Atmosphäre da. Wir haben da die Zettel gesehen und da haben wir uns gedacht, wir schauen uns die Musik und hören uns die Musik an. Und da sie uns so gut gefällt, sind wir halt sitzen geblieben und hören uns weiter an. Und was ist das Geheimnis des Erfolgs? Wir beide haben Jazz-Ausbildung, so natürlich, wir spielen Jazz. Boki kommt aus den Balkans, aus Serbien. Natürlich, wir spielen ein paar Balkanlieder, es singt auch wunderbar. Ein paar russische Lieder aus meiner Heimat sind dabei. Ja, es ist einfach eine Mischung. Der Viktor-Adler-Markt mit seinem vielfältigen Angebot aus aller Welt ist die ideale Umgebung für das bunt gemischte Musikprogramm. Und auch die Standler freuen sich über die Abwechslung. Ich hätte es gern viel öfters, dass Musik ist am Markt, weil es einfach eine Abwechslung bringt und weil es auch das Marktleben belebt. Also die Leute kommen dann rein von der Straße, sie bleiben stehen, sie bleiben auch bei uns mehr stehen, ist klar, wenn das bei unserem Geschäft ist, ist natürlich besonders gut. Und ich mag Musik auch sehr gern, da geht das Arbeiten auch gleich viel leichter. Aus allen Ecken des Marktes versammeln sich die Musiker für den gemeinsamen Abschluss. Das lockt auch neugierige Passanten an. Wir waren am Markt einkaufen und jetzt sind wir da vorbeigegangen und haben das gehört. Also das war alles eigentlich. Viel mehr braucht es auch gar nicht. Stehen bleiben, zuhören und sich von den Musikerinnen und Musikern auf eine musikalische Reise entführen lassen. Der Musikmarkt macht's möglich.